Max Ernst. Max Ernsts alter Ego war ein Vogel. Genau genommen waren es sogar mehrere. Ob Loplop, Hornebaum oder Schnabelmax, der Maler gab sich durch seine beflügelte Identitätsfigur verschiedene Decknamen. Er fühlte sich zu diesen Tieren besonders hingezogen und neigte dazu, sie in seiner Fantasie mit den Menschen zu vermischen. Dies ging so weit, dass er sogar behauptete, er sei aus einem Adlerei geschlüpft, welches seine Mutter in ein Nest gelegt hatte. Die Fähigkeit der Vögel, zwischen Himmel und Erde zu schweben und zu vermitteln, wurde zu einem wiederkehrenden Motiv in seinen Werken.